Mentale Stärke im Job, was du von gehandicapten Leistungssportlern für dein Berufsleben lernen kannst. Hallo, herzlich willkommen, Sebastian und alle, die uns zusehen und zuhören. Heute in 100 Tagen starten die Paralympischen Spiele. Und ohne dass ich es jetzt aktuell gewusst hätte, nehmen wir heute eine Folge auf. Wie ist es, 100 Tage bevor es losgeht? Wie geht es dir, Sebastian? Hallo, schön wieder dabei zu sein. Ehrlich gesagt wird die Anspannung immer größer und ja, man hat das Ziel jetzt immer mehr vor Augen und dementsprechend ja, wird so der Fokus natürlich immer mehr nur Sport und alles andere blendet man aus. Ja, ich habe Bock und so langsam bin ich heiß. Ich habe es gemerkt, so ein bisschen. Sonst warst du greifbarer. Ich habe dich eher erwischt. Also wenn ich angeklingelt habe, hallo, ich würde gerne mal wieder irgendwie eine neue Folge machen, dann war das anders als jetzt. Also man merkt, die Spannung steigt und auch deine Termindichte steigt, ne, hast du gesagt. Ja, vor allem der Trainingsfokus steigt halt. Ich werde halt einfach mehr im Training eingebunden. Die Einheiten sind im Moment ja relativ lange. Und dann ist man ganz froh, wenn man einfach auch dann ja den Kopf frei hat. Aber es ist einfach sehr, sehr viel mittlerweile. Und ja, und zu den Spielen nimmt das Training und der Fokus zum Training Regeneration einfach viel mehr ein. Und ja, das merkt man Ja, wie gesagt, das habe ich auch ja. gemerkt, das habe ich auch gespürt, so gerade im Vorgespräch. Also, wir fassen uns daher heute auch ein bisschen kürzer, machen eine kurze, knackige Folge. Beim letzten Mal habe ich dich erwischt im Trainingslager in der Türkei. Und da hast du so gesagt, immer, es läuft noch nicht so rund, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Erst habe ich gedacht, es liegt daran, dass wir gestern erst hier angekommen sind und ich quasi noch so ein bisschen Eingewöhnung brauche. Das war es dann aber doch auch irgendwie nicht. Da hast du uns da von diesen Hürden erzählt, die dich damals halt da angetroffen haben. Mich interessieren ja immer gerade die Dinge, die gerade nicht so laufen und wie du damit umgehst. Was läuft bei dir gerade nicht so gut? Es gibt ja immer was. Ja, also vom Trainingslager ehrlich gesagt war es genau der richtige Weg und es ist super gelaufen und ja, wir sind da weiter auf dem richtigen Weg. Aber seit gestern habe ich mich so ein bisschen verhoben, habe ein bisschen Rückenschmerzen 100 Tage vor den Spielen. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, ich habe heute aber trotzdem voll trainiert, weil wie gesagt, es sind eben einfach nur noch 100 Tage und wenn der Schmerz nach dem Training erst kommt, ist alles gut. Gestern Abend war es nicht geil. Dann konnte ich ja schlafen. Heute Morgen war es wieder okay. Dann konnte ich wieder trainieren. Und ja, jetzt wird gleich mit Voltaren wieder eingeschmiert und morgen geht's weiter. Du weißt ja, der Rücken, der ist auch Sprache für vieles, ne? Wenn du Rücken hast, hast du oft Stress. Ah, Würde die ja Sprache, passen. die Sprache hat im Moment kein Mitspracherecht. Ein guter Spruch. Aber was ich ganz spannend finde, ganz viele Menschen, die ich kenne, die haben Rückenschmerzen. Und die sagen, oh, ich muss mich ja heute mal ein bisschen schonen. Ich bewege mich mal heute nicht so viel. Du sagst, du machst genau das Gegenteil. Also schon ist auch eigentlich nicht richtig. Ich hatte gestern Abend noch mit meinem Physiotherapeut telefoniert. Der hat mich gefragt, oder ich habe ihn gefragt, was ich machen soll. Und hat ihm zu mir gesagt, du nimmst jetzt einen Hund und gehst noch eine Runde spazieren, nicht hinlegen, nicht ausruhen, sondern Bewegung, dass der Körper warm bleibt. Mit Voltaren einschmieren, eine Ibo nehmen und dann abends schlafen gehen und am nächsten Morgen soll es besser sein. Und genau so ist es auch gewesen. Dann natürlich wieder Bewegung und dann ist auch gut. Und wenn ich ehrlich bin, ist es jetzt beim Essen, wenn man sitzt und ein bisschen runterkommt, einfach schlechter. Ja, aber wie gesagt, vielleicht geht es gleich noch mit dem Hund eine Runde spazieren und danach Voltaren und dann ist alles wieder gut morgen. Also ein bisschen Chemie nimmst du auch, aber du sagst auch einfach die Bewegung, die tut dir dann gut und die hilft dir dabei. Das ist ja einfach auch ein Rezept, ne, dagegen. Wir sind oft so im mentalen Bereich unterwegs, aber das ist ja jetzt mal was Physisches. Also einfach nicht in diese Schonhaltung kommen. Ja, das ist grundsätzlich so. Also grundsätzlich darf man nicht in die Schonhaltung. Grundsätzlich sollte man immer versuchen, da einfach ja auch reinzugehen, wo es weh tut, nicht übertrieben, so dass man es aushalten kann natürlich. Aber ja, schon in die Bewegung gehen und auch ein bisschen den Körper fordern, ne? Der Körper
ja, wenn er nicht mehr in die Bewegung muss, dann lässt das halt auch. Und wenn es weh tut, dann wird es halt immer schlimmer. Und dementsprechend muss man so ein bisschen einen Mittelweg da finden. Dazu kennst du deinen Körper ja auch, glaube ich, zu gut, ne? Du weißt schon, was du ihm zumuten kannst und was nicht. Das solltest du inzwischen können. Ja, jetzt so 100 Tage vor den Spielen, weiß ich, da hält er durch. Und ja, das sind jetzt 2-3 Tage, dann geht es wieder weg. Dann wird alles wieder gut. Okay, sag mal was anderes. Wir sind 100 Tage vor den Spielen, vor nicht normalen Spielen. Du hast den Vergleich zu den vorhergegangenen Spielen, die waren anders. Wie macht sich das? Also ich möchte dieses C-Wort gerne vermeiden, das merkst du vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Wie macht sich diese Geschichte stimmungsmäßig im Team bei euch bemerkbar? Ich glaube, dass alle Athleten gespalten sind und alle aber jetzt auch versuchen wollen, noch Wettkämpfe zu machen, um eine gewisse Wettkampfhärte zu bekommen. Und wir alle sehr froh sind, wenn die Spiele stattfinden. Sicherlich sind einige dabei, die gemischte Gefühle haben. Ich habe auch gemischte Gefühle, wobei ich einfach ja froh bin, dass dieses Ereignis stattfindet, ich mich messen kann und ich hoffentlich den Menschen wieder ein bisschen Spaß bereiten kann und ihnen zeigen kann, dass es weitergeht. Und dementsprechend ja, freue ich mich einfach auf die Spiele und lasse mich davon so wenig wie möglich beeinflussen und Fokus immer mehr, jeder Tag, der näher rückt, umso geiler wird es. Morgen sind wir schon im zweistelligen Bereich, sind wir bei 99 Tagen. Genau, ne? Das ist wie beim Autofahren. Wenn man Auto fährt und hat noch 100 Kilometer oder 120 Kilometer, dann kommt einem das ewig vor. Aber steht da auf einmal 99, dann sind es ganz schnell nur noch 89. Ja. Kommt man schneller ans Ziel und schneller nach Hause. Und das ist halt auch so. Ich möchte ans Ziel, ich habe Bock und ja, so langsam bin ich fit. Ich sage nur Beppo Straßenkehrer aus Momo. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Besenstrich für Besenstrich. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die genau dazu passt. Was macht es denn mit dir persönlich, dich unter diesen Umständen vorzubereiten? Also, ich bin wieder Laie. Ich stelle mir vor, meine Motivation, die geht unter normalen Umständen täglich nach oben. Es drückt ja irgendwas. Es ist ja was da, was euch drückt. Du schüttelst den Kopf. Nicht so? Ja, also ja und nein. Natürlich ist es so, also meine Frau wäre dann mal mitgeflogen zu den Spielen und das war auch schon geplant, ist aber alles storniert. Die fährt jetzt mit ihrer Schwester und ihrer Mama und einer besten Freundin nochmal weg. Ist auch okay. Und die werden von da aus gucken und ich weiß, das ist nicht so schön, das sind die ersten Spiele im Endeffekt ohne meine Frau. Aber im Umkehrschluss ist dieses Gefühl Spiele, dieses Gefühl Paralympische Spiele, dieses Gefühl für dieses Land anzutreten und auch zu wissen, dass das bald losgeht, einfach unbeschreiblich. Und das hat so einen hohen ja, Fokus im Kopf, das überschattet fast alles. Das lässt dich vieles vergessen, was gerade so nicht so toll ist in der Welt. Kann man das dadurch so ausblenden? Ja, kann man das ausblenden oder kann man es nicht ausblenden? Das ist so eine Frage. Ich meine, ich mache den Sport. Jetzt war ich, glaube ich, kurz weg. Ja, jetzt bist du wieder da. Sorry. Ich mache den Sport aus dem heraus, dass es mir Freude macht und dass ich Menschen Spaß bringen möchte. Und wenn ich nicht mit Vollgas und mit Konzentration dabei bin, dann hätte ich ja auch ein Problem. Dann könnte ich meinen Job und meine Arbeit nicht ausüben. Und dementsprechend, ja, ich kann das andere nicht verändern und alles, was du sagst, ist richtig und alles, was die Leute denken, ist von mir aus auch richtig, aber ja, es ist meine Arbeit und auf die Arbeit habe ich Bock, das macht mir Spaß, dementsprechend gibt es da kein Wenn und kein Aber, sondern es gibt nur auf geht's. Ja, kann ich bei allem mit, kann ich total verstehen, aber bei allen normal arbeitenden Menschen auch, ist ja nun mal ganz viel Ablenkung mit dabei. Ja, du musst dich anders organisieren, die einen, die gehen ins Homeoffice. Du musst so viele Dinge einfach beachten, die dich davon ablenken, dich richtig konzentriert auf die eigentliche Arbeit zu fokussieren. Und das ist doch sicherlich bei dir auch der Fall. Nee. Ich lasse mich nicht ablenken. Ehrlich gesagt ist der Fokus so. Die Rahmenbedingungen einfach, ne? Ja, aber meine Rahmenbedingungen sind meine Rahmenbedingungen. Die haben sich nicht viel verändert. Also meine Rahmenbedingungen, ich mache mein Training, ich ziehe mein Training durch
Und für mich ist es uninteressant, ob ich ja jetzt, also es ist schön, auch mal abzuschalten, mal essen zu gehen oder mal ins Kino zu gehen, das ist gar keine Frage. Und natürlich vermisst man das auch irgendwo. Aber für meinen Sport und meinen Job und den Fokus, und der wird, wie gesagt, immer größer und immer fokussierter, ist es zweitrangig. Und dementsprechend ist die Konzentration einfach sehr klar auf das Ziel. Dann sag uns vielleicht noch abschließend, wie du das hinkriegst. Ich habe mir nämlich noch eine Frage aufgeschrieben. Was können wir heute lernen von dir? Ich glaube, wie du das hinkriegst, dich davon einfach nicht beeinflussen zu lassen. Für dich. Das Leben spielt einem ständig und immer wieder einen Streich, mal größere, mal kleinere. Heute, im Moment sind es Einflüsse von außen, die wir aber auch nicht beeinflussen können. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist mein eigenen Fokus und meine eigene Idee für mein Leben. Und wenn ich mich anfange, von allen Dingen ablenken zu lassen und abbringen zu lassen von dem, was ich wirklich will, dann werde ich nicht nach vorne kommen. Und ja, ich will an den Spielen teilnehmen, ich will dieses Land gut vertreten. Ich will diese Bürger und Bürgerinnen in diesem Land so gut vertreten, wie ich es irgendwie kann. Und dafür gibt es kein Problem, sondern dafür gibt es nur einen Fokus und eine Idee, alles da reinzubringen. Das kann man nur so stehen lassen. Das kann man gar nicht kommentieren. Das ist ja mentale Stärke. Sebastian, wann ist dein nächster Wettkampf? Wie sieht's aus? Hast du Wettkämpfe? Kommt da was? Ja, Weißt du was? das ein bisschen hin und her gerissen, aber ich werde aller voraussichtlich Anfang Juni bei der Europameisterschaft teilnehmen. Sollte das Hygienekonzept so sein, dass wir es überblicken können und für uns auch so sein, dass ich trainieren kann. Ich muss noch gucken, ob ich hinfahre und wieder wegfahre, dass ich gar nicht dort übernachte, um einfach auch da nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Das sind schon Dinge, die sind ein bisschen anders. Aber ja, ich mache diese Europameisterschaft noch. Ich gucke, ob irgendwie noch kleinere Wettkämpfe sind, wo ich noch ein bisschen Spaß haben kann. Ein bisschen Wettkampfhärte, ein bisschen Wettkampfspaß auch. Also ein Wettkampf muss auch Spaß machen, mitzunehmen. Und dann, ja, konservieren, konservieren, konservieren. Und am Wettkampftag in Tokio, da muss es scheppern. Alles andere muss einfach Spaß machen und das richtige Selbstbewusstsein einfach dahinter sein. Wann ist dein Wettkampftag in Tokio? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, ob der Zeitplan zu 100% so geblieben ist oder nicht. Dementsprechend weiß ich es nicht genau. Es müsste der 1. oder der 2. September sein. Ich kann es aber ehrlich gesagt wirklich nicht genau sagen. Ich warte auf den Tag, dass jemand sagt, so, du bist jetzt bald dran, und dann ja, geht's los. So lange beschäftige ich mich oder versuche ich mich auch damit nicht zu beschäftigen. Viele fragen mich, warum, wie ich das kann und dass es doch wichtig ist, aber für mich ist das nicht wichtig. Für mich ist wichtig, ja, meine Arbeit abzuleisten, und wenn der Tag kommt, dann wird mir schon jemand sagen, du bist jetzt dran. Du wirst es nicht verpassen. Wir haben Definitiv nicht. eine kurze, knackige Folge versprochen. Ich glaube, die haben wir geliefert. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für alle, die diese Folge auch sehen möchten. Sie ist auch auf YouTube verfügbar. Den Link dazu einfach unter christina-thiel.de/podcast. Da findet ihr dann alles. Sebastian, alles Gute für dich. Vielen Dank und alles Gute für alle. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.